Vielleicht werden wir geteilt. Hallo. Hallo. Wieso hast du gestern wieder keinen Abspann gedreht? Das ist eine gute Frage. Weil es schon dunkel war, als wir im Leuchtturm waren. Und wieso liegt da ein Einhorn im Bett? Wir sind, glaube ich, wieder 12:30 ins Bett. Ja. Nach dem Duschen. Und nachdem wir im Leuchtturm waren. Jetzt stehen wir gleich auf. Wir haben bis um 12 Zeit, hier wieder raus zu sein, weil wir heute eine neue Unterkunft beziehen. Da können wir bis auch um 3 rein, oder? Nee, noch später, glaube ich. Doch, doch, 15 Uhr. Ja, jetzt müssen wir erstmal richtig wach werden und. Haben wir nur einen 3-stündigen Intervall ohne Wohnung? Und dann werden wir erstmal was essen. Und dann werde ich Bier schneiden und. Ja, den Rest werdet ihr sehen. Nicht wahr, Bella? Hi! Jetzt nochmal morgen ein bisschen wacher. Ja, hallo. Wir frühstücken Ich jetzt. bin wacher, ja. Das war ein richtig schneller Spank gewesen. Spank wollte ich schon feststellen. Swank? Da hinten steht unser Auto. Genau. Wir haben es dann umgeparkt, dass wir nämlich, wenn wir den Parkplatz geräumt haben müssen, noch einen Parkplatz hier draußen haben, denn es ist nämlich schon alles voll. Auch das Auto, was nicht anspringt, ist noch hier. Und jetzt gibt es Frühstück. Was machst du? Ich bin genau für ein Thumbnail für den Vlog. Weil das Internet geht nicht. Und das dauert so lange. Und mich regt auf, dass irgend so eine geschrieben hat, dass ich kein Recovery-Account bin. Da habe ich überlegt, da drehen wir nochmal ein Video. Also wir drehen ja sowieso nochmal ein Video, dann können wir in einem Video nochmal was dazu sagen. Ich finde das schwierig, wenn die Leute das so schreiben. Ich weiß. So, wir haben gerade eine kleine Snackpause gemacht, haha. Und jetzt ist alles wieder fresh. Und ja, bis um 12 sollen wir hier raus sein. Jetzt ist es 11:30. Und wir werden jetzt zur Promenade gehen und einen Luftballon suchen, oder? Ja. Ja! Und es sind 19 Grad. Also ist eigentlich angenehm, aber es ist heute sonnig. Vielleicht erscheint es ein wärmer. Jo, gibt's noch was zu erzählen? Nö. Nö. Schnell noch Checkout. Und dann. Guck mal, ich hab sogar das Kaufen da. Desinfected? Habe ich nicht fertig gebaut. Ausgecheckt und jetzt sind wir auf der Suche nach einem Luftballon. Wir gehen gerade die polnische Promenade nach unten. Sehen wir, dass es so ein Haus gibt. Hier gibt es auch ein polnisches umgedrehtes steht Hauskopf. Haus steht auf dem Kopf. Ja. In Polen. Komisch. Wir sind jetzt mal runter zum Strand gegangen, weil wir wollten euch mal zeigen, wie viele Leute hier rumliegen und wie viele Rettungsschwimmer hier sind. Also wie man sieht, ist das alles voll. Im Vergleich zu dem, wo wir gestern waren. Obwohl das Wetter gar nicht so toll ist. Ne? Guck mal, die Wolken hinter Robert, die sind ganz dunkel. Und trotzdem sind hier so viele. Oh, hier vorne sind wir hochgegangen den einen Abend. Das ist vorgestern Abend. Dort den Durchgang hier vorne hoch. Stimmt, wahr. Hat mich schon gekleckert, oder? Ja. Hallo. Wer ist ganz geschafft und noch geschaffter nach 3 Kilometer Fußmarsch? Ich. Wer hat sich aber was Feines zu essen verdient, was ich liebevoll angerichtet habe im Kofferraum unseres Autos? Ich habe schon Käse gegessen. Genau, wir essen jetzt was, dann werden wir uns umziehen und dann sind wir ja schon am Wasser und springen vielleicht nochmal rein. Oder? Sehr gut. Dann gibt es das nächste Update vom Strahand. So am Rande bemerkt, die Toiletten sind hier in Polen freudig. Nicht so sauber. Und kosten 2 Zloty. 50 Cent wie bei uns, aber sind halt trotzdem hier überall Putzleute sitzen, trotzdem irgendwie nicht so toll. Wir sind in Deutschland, wir sind zurück, nachdem wir noch kurz.
kurz Pipi machen waren. Auf der polnischen Seite bei H&M sind wir jetzt wieder in Ahlbeck. Und wo fahren wir hin? Jetzt schnell was einkaufen bei Rewe. Natürlich. Nein, wir haben nämlich vergessen, den Brokkoli zu kaufen. Hast du schon erzählt, dass wir Süßigkeiten gekauft haben, polnische? Wir haben Süßigkeiten gekauft, polnische. Wir haben einen ganzen Einkaufswagen voll gehabt. Ja, übertrieben. Aber wir haben viel gehabt für 12 Euro. Ja, wir wollten ein Video drehen. Ein Video dazu geben. Oh, hi von der anderen Seite. Mir geht's voll schlecht. Bei Robert. Mm. Ich habe Bauchschmerzen. Und Brustschmerzen und boah. Ja, mir geht's nicht so gut. Aber wir können gleich in unsere Unterkunft und ich freue mich darauf. Und da schlafe ich bestimmt erstmal eine Runde warm. Kannst du dich ein wenig ausruhen? Ja. So, nachdem wir fleißig schon gekauft haben, bei Rewe. Eigentlich eine tolle Sache. Oh ja, voll viel für mich, war. Wir jetzt, ja, so viel wie noch nie für dich, jetzt unsere Schlüssel hier abholen. An der Waldoase. Oh ja. Erzähl den Fail. Jetzt hier in der Residenz eingecheckt, mit kurzer Namensänderung. Irgendwie komisch gewesen, ein Missverständnis. Sie hat gestern gedacht, ihr hat unseren Namen falsch geschrieben, hat das schon alles geändert gehabt und dann so Frühstück und so. Und ich hab gedacht, wir haben eigentlich gar kein Frühstück mitgehabt. Und dann habe ich nochmal gefragt, ich sage, ist das jetzt hier oben? Und dann sagt, ja, nee, ich sage, wir haben noch hier in der Stadt die Villa gebucht und ach hier, ja stimmt und ja, da war es das Falsche gewesen, dann musst du das nochmal ändern, obwohl sie vorher den Namen schon geändert hatte. Und sie hat die alten Kurkarten von dem, die wahrscheinlich gerade hier ankommen, ja, hat sie einfach zerrissen. Jetzt musst du die nochmal ausdrucken. Dieser Ralf oder Rolf? Ralf. Vorgestellt habe. Hm. Schick. Sehr schick. Toll, oder? Mit Spülis. Spültabs. Oh, ist doch schick. Mikrowelle. Herdplatte. Und wir fallen zweimal um und sind am Meer. Ja! Wir müssen hier erstmal ein bisschen lüften. Ja. So wie ihr gesehen habt, sind wir jetzt angekommen. Wir haben gerade noch ein Mini-Mini-Food-Tour gedreht. Und jetzt werden wir was essen und dann werden wir runter zum Strand gehen. Ich freue mich schon, mir ist übelst warm. Und ich bin ein bisschen genervt, weil wir keine eigene Terrasse haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Das stört mich schon ziemlich. Aber wir haben schon eine schöne Runde. Update von unserer Hummelterrasse. Oh, wir sitzen jetzt hier auf der Gemeinschaftsterrasse. Hier sind doch kaum Hummeln. Nur ungefähr 30.000 Stück. Da sind die am Lavendel dran. Ja. Da ist das Meer da hinten. Aber das Meer ist gleich da hinten. Wenn du dich auf den Stuhl stellen würdest, würdest du schon das Meer sehen. Ich muss mich nicht mal auf den Stuhl stellen. Ja, wir essen jetzt hier eine Kleinigkeit und dann sehen wir weiter. Ja. Was dir schmeckt, mein Hasi? Das ist okay. Ja. Hallo. Irgendwie hatten wir das letzte Update gedreht, da haben wir auch hier draußen gesessen. Wir haben jetzt eine kleine Runde Drehabend, nee. Nachmittagsschlaf, ja, Prä, Mittag, Nachmittag. Wir haben eine Runde geschlafen. Im tollen neuen Bett. Das ist echt bequem. Es war wirklich sehr, sehr schön. Die letzte Szene war das Bett. Stimmt. Mhm. Ich fast nackt reingesprungen bin.
Jedenfalls haben wir geschlafen. Wir haben uns jetzt ein wenig gestärkt und werden dann untergehen zum Meer. Was wir schon so die ganze Zeit hören. Am Strand. Ja! Eine Sarah, die ganz schön kalt wird, wenn wir sich jetzt werden. Es ist viel zu kalt. Aber es ist schön, es sind hier so viele Menschen da. Und da gibt es Boote mit einer Rutsche dran. Ich will eins haben. Wollen wir mal gucken gehen? Da gehen wir mal hin. Und das ist die Brücke. Okay, das Fotoshooting da. Albeck. Update vom Koch. Mein Armput ist und draußen regnet es. Gewittert. Ich sitze hier und schneide den Vlog von gestern. Und es gewittert und es regnet. Wir können sicher nicht draußen essen, war. Wir haben die hätten ja Auflagen reinholen müssen. Wir müssen mit den Sitzkissen noch reinholen. Ja. Bloß gut haben wir noch welche. Ja, genau. Ich schneide den Vlog. Und es gewittert. Also, du hast gesagt, ich soll warten, dann warte ich natürlich auch. Ja, so lange nicht. Nackt ist das Abendessen gleich fertig. Wir werden heute nicht mehr rausgehen, weil es gerade angefangen mit Regen und Donnern und Blitzen. Wir essen jetzt Abendbrot und werden dann, glaube ich, den Abend relativ ruhig zu Ende. Mann, meine Finger sind immer. Jetzt ist mein Ellbogen im Weg. Genau, also der Vlog wird heute für hier enden. Es wird nicht mehr viel passieren. Jetzt kommen wir hier noch richtig an, tun uns noch ein bisschen aus. Im Morgen startet es dann weiter. Oh. Tschüss! Ich komme einfach noch. Das ist, glaube ich, der erste Vlog mit Abspann, oder? Ja. Wir sehen uns morgen. Tschüss!